Moin Moin und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, mein Name ist Sabtu und wir zocken die 13. Episode von Pokémon Diamond, Brilliant Diamond, ne? Dieses Spiel da, ne? Kann es sein, dass irgendwie meine Kamera so unklar ist? Ne, ist sie eigentlich nicht, oder? Sah gerade nur so aus. Sorry, ich bin erst aufgestanden, ich bin auch relativ matsch im Kopf, aber Stream lasse ich mir trotzdem nicht nehmen, ne? Was sagst du dazu, Pumanda? Ja, hast Bock drauf, ne? Ja, das wusste ich mir. Das habe ich mir gedacht. Das wusste ich mir. Ich habe noch so gar nichts eingestellt, oder doch? Ich habe ein bisschen. Was darf man hier anmachen? Sehe ich gerade. Ha! Ist ja easy! Stumm. Hallo, ich habe gesagt stumm. Nani? So, was haben wir denn hier? Ja, Viertel vor drei, ne? Beste Zeit zum Stream, habe ich gehört. Oh, diese 15 Spiele zählen im November zu den beliebtesten im Nintendo eStore Shop. Guck mal zusammen. Und Danganronpa. Alter, ich kann es immer noch nicht aussprechen, ne? Danganronpa. Danganronpa ist ein bescheidener Name. Ich habe mal Drangtoppa oder sowas gesagt. Danganronpa ist komplette Edition auf der Switch erschienen. Also so richtig krank, ne? Also so richtig krank. Wir gucken aber mal hier raus. Ich will mal gucken. Okay, auf Platz 1 haben wir okay, die Pokémon-Edition. Auf Platz 3 ist Mario Party Superstars. Das quasi recycelte Mario Party der letzten Jahre. Kostet auch 60 Euro. Habe ich gesagt, nope, möchte ich nicht. Was haben wir hier noch? GTA, die Trilogie. Ist ja auch wieder relativ teuer. Okay, Star Wars, Knight of the Old Republic. Habe ich ehrlich gesagt nie gespielt, glaube ich. Aber ich glaube, es ist wirklich einer der besten Teile. I think. I Spider. So, ja. Dann haben wir Shin Megami Tensei 5. Das ist ja auch ein Remake. Soll auch richtig hässlich aussehen. Und ja, dann haben wir Minecraft. Das ist auf meiner Liste. Animal Crossing habe ich. Dieses Unpacking spiele ich nicht. Und Among Us. Nee. Mario Kart habe ich. Und. Oh, Rune King, das habe ich auch. Stardew Valley habe ich auf der Liste. FIFA spiele ich nicht. Hextech. Dieses Rhythmusspiel. Ja, nee, lass mal. Pokémon. Also sehr viel Pokémon, ne? Also Anfang und Ende mit Pokémon vollgeballert. Ich wollte sowieso mal gucken, was noch im Angebot ist auf meiner Liste jetzt, nachdem der Black Friday vorbei ist. That's the plan. Ich glaube, es ist gar nichts im Angebot. Alles weg. Guck dir mal das an. Nichts mehr im Angebot. Alles wieder rausgenommen. Oh Mann. Also es waren ja schon ein paar gute Sachen im Angebot. Hier, guck mal, dass die einfach Persona 5 wieder auf 60 Euro hochballern, nachdem es halt nur 35 Euro gekostet hat, ist schon echt ein Hammer. Ich meine, okay, die Resident Evil-Teile waren auch schon für 10 Euro drin. Fire Emblem, ja, auch wieder 60 Euro, Alter. Und Atelier auch wieder 60 Euro. Alter, das ist halt einfach... Hier, das soll mal im Angebot kommen. Das würde ich sofort als nächstes kaufen. Xenoblade Chronicles 2, ich will das unbedingt haben. Pikmin war mir noch zu teuer mit 40 Euro, so 21% Rabatt.
Aber ja, das war es scheinbar mit den ganzen Rabettern, Rapunzel. Das sind Haare runter. Was haben wir hier? Das ist auch wieder das. Hier, das ist ein Grow Song of the. Blablabla. Scheint ein neues Spiel zu sein, keine Ahnung, irgendwas mit Musik. I'm out. Lasse deine eigene Welt wachsen. Lass in eine Welt wachsen und erschaffe eine tiefere, natürliche Verbindung zu all ihren Pflanzen und Wesen. Sieh zu, wie deine Handlungen die Welt beeinflussen und den Evertree wieder zum Leben erwecken. Erlebe eine Atemraum-Sandbox-Umgebung, in der du Welten und Lebewesen erschaffst und Abenteuer erleben kannst. Im Laufe der Zeit verblassen die Welten von Ataria. Der Evertree, auf dessen unzählige Ästen einst viele Welten thronten, ist nun nichts weiter als ein Sprössling. Oh no, du bist die letzte Alchemistin von Everhard. Hauptfunktion: Entdecke eine lebendige, einzigartige Welt in deinem eigenen Tempo. Erkunde die Welt und nutze die Spielmechanik, um außergewöhnliche Orte mit einer fantastischen Fauna und Flora zu entdecken. Wie möchtest du deine Zeit verbringen? Möchtest du Steine sammeln und Blumen pflücken, fischen, Insekten fangen, Höhlen erkunden oder Rätsel lösen? Die Entscheidung ganz bei dir. Lasse deine eigene Welt wachsen. Ja, okay. Ah, ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu quietschig. Mir das so angucke. Das Spiel sieht so aus, als ob. Ha. Ja, keine Ahnung. Es ist auf Platz 12. Also, das heißt schon was. Scheint heute eine Closed Beta zu einem Dragon Ball Spiel zu geben. Und das heißt Dragon Ball The Breakers ist eine Closed Beta, also wer was weiß, soll was sagen. Harvey ist neue Augen, aber das ist creepy. Hades. Es ist halt irgendwie so, ach ja, ich wollte eigentlich gucken, was im Angebot ist, aber. Wow, von 1500 auf 635 wieder runtergegangen. Das ist übel. Und nichts von den Spielen, die ich haben will, ist da irgendwie mit integriert, ne? Ist ja wohl eine Frechheit. Oh, da haben wir den Loop Hero, das ist Vorbestellung. Da freut sich ja Marco richtig krass drauf auf Loop Hero. Ich weiß nicht, wie man sich für so ein Oldschool-Game begeistern kann. Die Grafik ist halt so übel. Und im Grunde machst du ja nichts weiter, als deinen Helden im Kreis zu schicken, deswegen auch Loop Hero. Und einfach die Maps immer auszutauschen, nachdem er genug Erfahrungspunkte gesammelt hat. Es gibt mehrere Maps und der rennt da immer im Kreis. Immer wieder. Und es kommt raus. Und zwar in 5 Tagen. Und das ist nicht cool. Oder doch, das ist cool. Doch nicht für mich. Ja. Still standing. Eggs. Do you know the eggs? Okay, ja, also, bald erhält dich nochmal gerade gucken und dann gehen wir ins Spiel rein. Aber ich gehe gerade nur meinen Tee holen, der jetzt fertig sein müsste, bin sofort wieder da. Weil ich würde schon gern mit Tee starten. Versteht ihr, oder? Das könnt ihr doch verstehen. My God, Marty. Wow.
so delicious. Also, diese Closed Beta von Dragon Ball The Breakers sieht für mich aus, wie Xenoblade. Xenoverse. Dragon Ball Xenoverse 2. Ich weiß noch nicht, ob das Spaß machen wird. Lover 3, was ist das denn? Was ist das denn? Was kommen hier für komische Spiele? Da ist der Loop Hero. Ah, stimmt, Monster Ranger. Da hat Yannick so Bock drauf. Ich meine, ich kann. Das ist halt auch nur ein Monster. Sorry, ich war gerade abgelenkt. Der hat gerade gegen Cell gekämpft. Das war irgendwie interessant. Ja, Monster Ranger. Das ganze Erlebnis von Monster Ranger und Monster Ranger 2 in einem Paket. Okay. Im Grunde macht man da ja auch nichts anderes, als Monster zu trainieren und dann halt in Kampf zu schicken. Da haben wir Mochi. Da haben wir, wie hieß er? Auge? Ich glaube, im Deutschen hieß er wirklich Auge. Dann hatten wir den einen hier, Golem. Die hatten halt wirklich stinknormale Namen nach dem, was sie aussahen, ne? Also Mochi, Auge. Mochi ist halt abgekapselt von so einer Teigkugel, diese japanischen Dinge. Ist halt die Frage, die X-Funktion, alle Speicherplätze sind von Anfang an verfügbar. Nutze Freeze, einfrieren für bis zu 20 Monstern. Es wurden exklusive Monster aus unterschiedlichen Ländern zum Spiel hinzugefügt. Monster Ranger 2. Die Modi, Fast Forward, schneller Vorlauf, mit dem du einzelne Szenen überspringen kannst, und Training Records, Trainingsaufzeichnungen, mit denen du deine bisherigen Aktionen im Blick behalten kannst, wurden hinzugefügt. Okay. Ich habe die damals nicht gespielt, das war für PlayStation 1. Aber, ey, für 30 Euro ist eigentlich voll in Ordnung. Funktion von Monster. Zieh deine Monster auf, trainiere sie und tritt mit ihnen in Kämpfen an, genau wie im Original. Ja, das Original hat auch noch ein bisschen Story und Verbundenheit zu den Monstern. Das waren nämlich Freunde und nicht nur einfach, wenn man nicht einfach nur so ein Ranger war halt. Also, ich fand den Anime damals richtig gut, muss ich sagen. Okay, aber was weiß ich schon? Ich war damals ein Kind. Und zwar in der dritten Klasse. Das heißt, ich war, keine Ahnung, 10. Also ist 20 Jahre höher, ne? Du kannst wie in den Monster Ranger Originalspielen alle Monsterarten erhalten, trainieren und mit ihnen antreten. Auf der Nintendo Switch kannst du Monster jederzeit und überall trainieren und auch die Funktion des Spiels nutzen. Tritt gegen Monster an, die du von anderen Trainern, die von anderen Trainern trainiert wurden. Lade dir Monster herunter, die von Züchtern auf der ganzen Welt aufgezogen wurden, und spiele gegen sie. Du kannst sogar einen der Joy-Cons an einen anderen Spieler weitergeben, um gegeneinander zu spielen. Die Weiterentwicklung der Originalreihe. Auf der Grundlage des Feedbacks der Fans der Reihe wurden einige der am häufigsten angefragten Verbesserungen in das Spiel implementiert. Implementiert, meine ich natürlich. Wodurch es noch angenehmer zu spielen ist, aber trotzdem den Spaß des Spiels bewahrt. Das neue Monster Generierungssystem, eine der besonderen einmaligen Funktionen des Spiels, bei denen Spieler Monster durch das Importieren von CDs erwerben konnten, wurde durch eine neue Musikdatenbank ersetzt, mit der Monster durch die Suche nach CD-Titeln generiert werden können. Das ist deine Chance, besonders seltene Monster aufzuziehen, die du bisher nicht erwerben konntest. Okay, das ist halt ein veraltetes System, wo sie halt einfach probiert haben, da ein bisschen das auf die aktuelle Zeit quasi ein bisschen anzupassen, ne? Weil CDs, wer hat heutzutage noch CDs? Ich, weil ich damit aufgewachsen bin, aber die meisten eher nicht. CDs, die irgendwo in der Ecke oder in irgendeinem Karton vergammeln, wenn sie nicht schon abplättern. Ist nur auf Englisch verfügbar, das war klar. Ich werde es trotzdem mal markieren. Einfach so. Das ist ja. Okay, was haben wir denn noch hier? Monopoly, was ist das hier? Okay, Jump and Run.
Noch mehr Monopoly. A Year of Spring. What the fuck is that? Okay, I'm out. One hand clapping. Ein heulendes Kind, das die ganze Zeit daherläuft, oder was? Was ist das hier? Aoi, oder was? Was ist das hier? Was ist das? Achte, Sakura Santa. Alter, wie gut sind die denn gezeichnet? Oh yeah. Richtig gut gezeichnet, ne? Aber das war's auch schon. Ich spiele keine Aero Games. Im. Him and her. Oha. Also, es scheint ja nur Müll geplant zu sein für die nächsten paar Wochen. Also bis Weihnachten. Da kommt ja gar nichts. Ja, wir sind schon im Januar, sehe ich gerade. Okay. Ja. Am 28.01. kommt schon die Pokémon-Edition, Chris. Ja, gut. Boah, scheiße. Das ist ja noch richtig weit in der Ferne. Da kommen noch viele Sachen dazwischen. Okay, ja. Was soll ich denn hier weiter gucken? Ab ins Spiel, ne? Du. Where's the game? So, ich glaube, fehlt uns nicht nur noch ein Orden? Oder habe ich da irgendwas verpasst? Hier sind unsere Pokies. Wir wollten, glaube ich, Tristan austauschen gegen das Traunvogel, was gut ist, also was besser ist, scheinbar. Damit verlieren wir ein Psycho- und ein Wasser-Pokémon und haben dafür ein Traunvogel, was nicht mehr so krasse Attacken hat, glaube ich. Mal gucken. Ach ja, genau, das war halt. Man soll es tanky spielen. I'm not okay with this. Will der mich eigentlich flachsen? Das ist doch auch ein Hackmon. Das ist doch ein ganz klar ein englisches Heckmon mit einem deutschen Namen. Also der wollte mich richtig, richtig verarschen, oder? Macht er erst so einen riesigen Aufriss? Ja, du spielst ein Heckmon, das geht ja mal gar nicht. Und gibt mir dann aber so ein Poko mit allen Bändern, ey. Ich fass das nicht, ey. Ich bin enttäuscht. Sino, wo war der alles? Zutraulichkeitsband, Fleiß. Erinnerung, Energie. Ach, das sind diese Erinnerungsdinger. Außergewöhnlich schönes. Super. Coolness. Schönheit. Putzig. Krickheit. Stärke. Wann für die des Gipfels des Duellturms. Krass. Das ist ein Englisch, das ist doch. Ach Mann. Dann kann ich auch das andere wieder nehmen. Ganz ehrlich. Es ist halt wirklich, also, what the fuck, ne? Aber er ist der Originaltrainer. Wie geht das denn? Pete ist Originaltrainer. Linktausch.
Hat er gestern erhalten. Ich glaube, ich behalte dann doch lieber das. Also. Okay. Im Orden fehlt mir jetzt doch nur noch einer. Das ist doch cool. Wo müssen wir hin? Ach ja, an den See. Aber erstmal, ich möchte heute mal ein bisschen Underground-Action machen. Ich hoffe, das ist keins. Oh, Entschuldigung. Sorry. Das ist keins der Pokémon stirbt. Geh mal runter. Also ich finde es ja gut, dass ich Ampharos dabei habe. Oh. Was ist das hier? Hallo ihr. So, okay. Wie viele? Vier! Ach du Scheiße. Was ist VHS, fragt er. Sechs, okay. Ich glaube, hier finde ich nichts mehr, oder? Oh, wow, das ist gut. Oh. Das war's. Ja, aber ey, eine Elektro finde ich schon cool. Was haben wir hier? Ein Pikachu bitte? Das ist ja doch cool. Pikachu? Pikachu? Wow. Ein Rasenmäher. Geil. Hey. Hey. Lauf. Was hat der hier für einen Effekt? Sieht mir sehr nach Feuer aus, würde ich mal sagen. Aber es gibt halt keine Feuer-Pokémon. Effekt aktivieren. Statue, ja. Pokémon von Typ Feuer erscheinen häufiger. Ist ja doppelt. Was? Der hat 5 Stück. Wieder 4. Uff. Wow. Nichts Seltenes, ey. Das ärgert mich halt tierisch, ne? Und Grüße genauso an Leute, die gerade neu zugeschaltet haben. Herzlich willkommen im Stream. Heute ganz chilliger Stream. Ich mache auch im Moment nichts anderes. Aufstehen, streamen, essen, Serien gucken, schlafen. Das ist so mein Ablauf aktuell. So übel. Eis! Lass mich durch. Pantinos.
Fight nochmal gegen das Panty. Got it! Ich kann ja einfach leveln, indem ich einfach nur Pokémon fange und nicht kämpfe. Pantymos gibt ordentlich, ne? Dodadoka. Hokodoko. Sneeble habe ich, glaube ich, schon. Das ist ein Schnäppke! Oh mein Gott! Ich lese mal Kauderwelsch bei der Attacke. Aber schon immer, wenn ich klein bin. Och, come on! Nicht dein fucking Ernst. Jetzt geht das schon wieder los. Bei 90%! Das ist halt so uncool. Komm, jetzt ein drittes Mal schon nicht getroffen. Alter, das ist halt einfach lächerlich. Ja, geht das schon wieder los, ey. Das ist eine Drecksattacke. Das Spiel mag mich nicht. Gefühlt irgendwie schon seit 4 Runden nicht angegriffen. Alter, was ist das denn? Es ist so krass, schon 3-mal hintereinander hier das 4. Mal. Die Attacke trifft halt einfach nicht. 90%ige Treffchance. Ist so, so zur Hälfte hin, ja, immer nicht getroffen. Also, das ist so dumm und das macht das Pokémon wieder so scheiße. Das macht das so dumm. Hier, Menlogok stirbt gerade, weil es, keine Ahnung, mit Feuerfeger einfach nicht treffen kann. That's why. Und der 5-mal! Ey, das Spiel ist sowas von gegen mich. Es ist halt einfach so krass gegen mich. Es hätte einfach nur beim ersten Mal treffen müssen mit einem Volltreffer und es wäre alles gut gewesen. Ich wäre happy gewesen. So habe ich gerade gemerkt, so, ja, Logok, voll das Fick-Pokémon. Kann ich gar nicht gebrauchen. Das trifft halt einfach nicht. Es hat keine Genauigkeit. Halt einfach so lächerlich. Das ist so erbärmlich. Deswegen ist das Spiel nicht gut. Genau aus diesem Grund. Das ist halt einfach so dumm. Was haben die Spieler nur gemacht? Die Spieler, die Creator, diese neuen Creator. Selbsternannten. Ich glaube, es wäre gut geworden, wenn Game Freak das gemacht hätte. But no! Game Freak hat so viel zu tun mit Legenden. Ja. Schnäppke! Ja, ja, komm. Habe ich ein Schneebedeck? Ich glaube, ich war jetzt gefangen, bin mir nicht sicher. Jojo. Darf ich mal treffen jetzt? Ach, ich treffe wieder. Das ist wieder das Ding. ich verstehe es halt nicht. Es gibt Attacken, die haben nur eine 50%ige oder 60%ige Chance zu treffen. Ich habe 90. Wieso ist die Attacke einfach so nicht treffbar? Ich habe das Gefühl, ich probiere hier mit Geofissur oder Gelotina anzugreifen. Wirklich.
für eine dreckige Attacke, ne? Einfach. Oh Mann, ey. Ich war doch richtig hier. Spezialverteidigung. Das ist einfach dreckig. Ja, Nitroladung ist halt einfach auch kacke. Warum habe ich überhaupt Nitroladung genommen? Das habe ich jetzt nicht gesehen, ey. Das steht da einfach und ist gestaggert, ey. Ich meine, so ein Bronzong könnte ich eigentlich auch schnell wegklatschen, aber... Wenn ich treffe. Alter, das ist sehr effektiv. Sehe ich noch nicht. Also, habe ich jetzt nicht gesehen, dass es das sehr effektiv war. Da sitzt sogar noch... Ich mache doch schon so wenig Damage. Warum eigentlich? Warum ist 60% ist eigentlich trotzdem immer so gewesen, dass man damit Pokémon, die eine Schwäche dafür haben, one-hittet? Ich muss doch wieder Feuerfeder einsetzen, aber der trifft ja wieder. Ja, doch. Rambus. Was ist das nur für ein Pokémon? What is going on here? I don't understand this. Es ist immer noch am Leben. Es ist halt einfach fucking immer noch am Leben. Psychoattacke. Das könnte gefährlich werden. Solche Schwierigkeiten mit so einem stinknormalen Bronzel, ne? So ein Drecksmon. Nicht mehr was dafür, ey, weg hier. Nee, gar kein Bock. Piesel die. Piesel die, wiesel die. Hallo, ich bin Sonja. Es gibt verschiedene Arten von Steintronen. Okay, Steintronen ist die beste Stadt. Oh ja, okay, okay. I'm gonna come in. What's going on here? Was haben wir da? Mach hallo. Do I got this Pokemon? Hut, hut. Hut, hut, hut. Hut, hut. Hut, 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 hut. Hab ich schon. Dann setze ich einfach auch einen Flugattack gegen dich ein, um mich zu besiegen. Wir setzen Traumfresser ein. Warum? Was ist mit dem? Magnetilo, oh, das hört sich interessant an. Habe ich das schon? Nee, ich glaube es nicht. Doch, ich hab das schon. Komm, ein Feuerfeger und es ist weg. Dankeschön. Was hat überlebt? Oh, ein Magneto mit Robustheit? For real? Nichts effektiv, aber ist egal, weil ist nur ein KP. Was kriegen wir damit weg? Weil wir kriegen nicht so viel Erfahrungspunkte. Keine Erfahrungspunkte. Ein bisschen was.
Ist hier irgendwo ein Item? Da ist ein Item. Haben wir das Skunk? Arschgesicht Skunkapu, haben wir das? Ich glaube, ich habe es nicht fangen können beim letzten Mal. Oder doch? Doch. Dann. Guck mal, wie ich einfach nichts gegen dieses Pokémon habe, ne? Terra, du regelst das. Beim Erdbeben. Giftfalle? Echt jetzt? Kommt wieder mit Giftattacken, ey. Boah, ich weiß das. Erdbeben! Du stirbst jetzt! Weiter so. Weiter so. Oh, Level 50. First Level 50. Rückenwind. Was ist das für eine Attacke? Dumme Attacke. Die ganze Zeit Spam-SMS. Wir konnten heute ein zweimal Paket nicht Strich zustellen. Bitte besuchen Sie Strich. Bla bla bla. Ich denke mir so, ach, lass mich doch einfach in Ruhe. Was wollt denn du von mir? Keine Items hier, ey. Holla. Ja, ja, tauschen, genau, also, klar, gar kein Problem. Alter, wie ich einfach nur von den L 14 Stück habe, aber mal 20 Stück brauche für einen Tapetsockel. Habe ich alles gar nicht. Davon habe ich nur 2 von den großen. Guck mal, einfach, das ist einfach so. Oh, Gift-Hieb! Oh mein Gott! Standpauke. Matschbombe! Da ist es! Ein Surfer. Matschbombe will ich haben. Her damit jetzt. Gib mir Matschbombe. Das ist die Attacke, brauche ich halt einfach so dringend. Gegen jedes Feen-Pokémon, was es auf dieser Welt gibt. Danke! Und tschüss. Dead End. Kramurz. Hallo Kremlux, Kleinstein. Ein Wablu. Okay. Wablu ist cool. Der goldene Vogel. Eins der wenigen goldenen Pokémon in Shiny. Und grüß dich raus, alle, die gerade neu zugeschaltet haben. Herzlich willkommen. Wir haben ein Wablu. Ein weibliches Wablu. Finde ich in Ordnung, weil. Altaria ist ja. Sieht ja eher so schon eher so weiblich aus, so edel halt, ne? Up in the box. Oh my God. Why? Was ist passiert? Warum ist meine Verbindung abgebrochen? Wie konnte das denn passieren? Hab ich, did I do something wrong? entschuldigen Sie. Hallo. Lass mich gerade hier nochmal durch. Oh, das ist doch jetzt Wasser-Pokémon, ne? Das heißt, da müsst ihr doch Ampharos ordentlich regeln können. So ein bisschen Erfahrungspunkte.
brauchen keine Body Shake. Ja, ja, Wasser. Oh. Wo geht's noch? Die! Okay. Hätte ruhig ein bisschen mehr sein können. Das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Nee, lass mich mal jetzt. Ah, ich bleib überall wieder hängen. Und hier gibt's kein Item. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Guck, was es hier gibt. Eis! Gibt's hier auch so. Geh weg. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Gibt's ja mehr Wasser als alles andere. Kann ich wenigstens Überreste. Oh, das ist cool. Schade, dass ich nicht hier schwimmen kann. Wow, 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 wow. Don't you. Da. No. Okay, das ist wieder ein Webby. Okay. Steinhagel! Die Hälfte ist hier Schnee, die andere Hälfte ist Gestein oder was? Oder Metall? I don't know. Nee, komm, geh mal jetzt. Okay, hier gibt es halt keine Rares, sondern einfach nur random Pokies. Das ist halt schon echt scheiße. Ja, ihr. Ne? Wow, den habe ich gar nicht gesehen. Der hat sich Tarnung benutzt. Was war das denn für ein Zwiebel? Hat sich einfach in der Wand versteckt. Oh mein Gott. Oh, ich hab. Ey, ouch. Einmal getroffen. Kannst du mehrmals treffen? Gibt da, glaube ich, auch nicht so viel. Das ist in Ordnung. Hier raus, ohne dass mich hier erkennt. Was für eine Enttäuschung. Okay, aber ich meine, es gab gedacht. Es ist in Ordnung. These Gumps in Ordnung. Okay, lass mal gucken. Hier ist immer schlecht. Alter, ich fass das nicht, ey. Ich hab das große Kotzen hier, ne? Was ist das für ein Drecksmann? Ein nicht seltenes Haspidoa.
Herbst so gilt. Das können wir mal wegklatschen. Wenn wir es besiegen können, ich bin mir gar nicht sicher. But let's try it. Und Grüße genauso, wenn wir die gerade neu zugeschaltet haben. Herzlich willkommen im Stream. Welcome, welcome. Yeah, welcome. Ja, kann ich dich besiegen? Irgendwie? Wow. Und noch lieber. Trickbetrug. Trickbetrug. Der Trickbetrug. Darf ich das Ganze nochmal machen und dich damit dann besiegen? Ja. Der Lotz. So. Und ja, gehen wir weiter, ne? Also keine Items, kein gar nichts. Einfach mal weiterlaufen. Beat noch nach vorne packen gerade. Because we can. Mir fehlt ein Item, sehe ich gerade. Ja, yeah, das Item gehört Pete. Hey, alter Mann. Macht's aber nicht aus. Ja, bitte lass mich noch kurz aus. Ich wollte gerade mit Pokémon heilen, aber so geht's natürlich auch. Es wird schon wieder dunkel, ey. Das ist Kacke. Ich stehe auf, es wird dunkel. Ich gehe schlafen, es ist dunkel. Ich stehe auf, es ist dunkel. Hallo, ich bin Marco. Statue und Sockel für mich beides wichtig. Ja, sehr schön. Thanks for that information. Das geht nicht. 4? 3. Hm. Arigato. Hier scheint nicht zu sein. Ja, auch. Aber nirgendwo war es, keine Ahnung. So stupido. Ich hasse Sphären. Ein Mamfaxo! Ein Mamfaxo! Oh my god, I want it! I want it now! Mom, fuck so, ich will dich jetzt. Du bist so super süß. Geil. Und ich dachte, man kann Mom, fuck so nur mit den blöden Honigbäumen bekommen, aber. Nee. Was will ich? Matronal. No, 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 no. Schmeichler. Oh yeah, oh danke, danke. ja. Oh. Willst du vielleicht in. Wir sind ja immerhin in der Höhle, also Finsterwald vielleicht? Hm? Maybe? Eins. 2, 3. Dann bleibst du da drin. Ah, lässt. Nice ein Stein! Mega nice. Ich hab Mamfaxo. Ich glaube, ich hab einen Shiny Mamfaxo. Bin mir auch nicht sicher. Aber schläft. Es verschlingt täglich eine Nahrungsmenge, die seinem eigenen Gewicht entsprechen. Und zwar ohne zu kauen. Ist halt nimmer satt, ne? Nice! Es sind Überreste im Beutel verstauen, ja, auf jeden Fall.
Cool. Direkt zweimal hier bekommen. Geilo. I like to get away. Es ist ein Psycho-Pokémon. Ich kann aber schon Schmarotzer bringt halt gar nichts, weil es noch Fee ist dazu. Mhm. Oh, Tiefschlag, Alter. Vielleicht fängst du dir eine. Oder auch jetzt. Hier, die Schmarotzer. Mhm. Was hat es denn sonst für Schwächen? Geist. Oh, okay. Let's try it out. Wenn er jetzt Unlicht einsetzt, dann ist direkt geramst. Zum Glück ist das Bodyguard an. Jetzt kann man das Spukball wegrensen. Yay! Nice. Ey, hier. Oh. Ich hänge da einfach nur. Das Ding muss ich nur umdrehen und kann mich direkt attackieren. Ein bisschen Flügelschlag sollte aber regeln, glaube ich. Was fängt denn hier sonst noch so? Immer Werbung. Egal, auf welchen Stream du gehst, du hast erstmal Werbung. Das ist so Standard, ne? Funkelstein. Wieso nicht ein Dunkelstein? Oh Mann. Andere Steine wären dann doch lieber gewesen. Was ist denn Centauri Age of Ashes? Where am I? Bin ich blind? Ach, bin da drin. Okay, also wir können immer noch da hochgehen. Alles cool. Luxio. Ne, ich nehme das nicht. Das Dumme ist halt, dass es nicht resettet wird, ne? Wenn ich den jetzt besiegt habe, dann greift mich trotzdem dieses Schneebedeck noch an. Wie dumm ist das denn? Oh, oh. Ich setze ehrlich ein Flugpunkt gegen Elektro ein? Wieder schlau. Geht sofort weiter.
Wie dumm. Richtig dumm. Erfahrungspunkte sind, oh, ich bin da schon fast bei. Gerade noch mal weggeschafft. Drecksgesack. Es gibt nichts. Wir gehen nach oben. Ich konzentriere mich mal auf nur aufs Level, ne? Gerade, weil was tun schon wieder? Marco, geil, cool. Ich will halt mit der Story weitermachen, ne? Das andere lohnt sich aktuell auch nicht. So richtig. Noch einen Vorsprung hier wegen den Punkten. Wie viele? Vier. Och, ich hasse es. Oh. Elektro finde ich immer gut. Das war's auch schon. Wir haben alles. Das war in Ordnung, wenn das so geht. Hätte natürlich auch was Seltenes sein können. Diese Closed Beta von Dragon Ball The Breakers ist halt so ein Dead by Daylight Kopie mit Dragon Ball. Das ist ja voll schlecht. Deswegen gehe ich da jetzt auch raus. Guck mal nicht weiter an. Hab ich keinen Bock drauf. Nein. Ich hab keinen Bock drauf. Aber was gucke ich stattdessen? Ah, ich weiß, was ich mache. Ich gehe zurück zu Tube vom Yudu. Wow, die letzte Game 2 Folge war Megami Tensei 5, Rune King und Landwirtschaftssimulator 22. Uiuiuiui, geil. Richtig gut. Nicht. Wo ist denn mein Verlauf da? Genau, wir machen weiter mit Episode 3. War das doch, oder? So, okay. Weiter geht's. Was für ein Pokémon? Pikachu! Pachirisu. Close enough! Pikachu, Pachirisu, also, ne? Wieder Schnee. Und zwei Pantimoses. Oh, ich klatsch mir doch beinahe weg. Nimmt sich ein. Moin moin. I like to patch it soon.
es nicht. Wow. Ich bin einfach eingeschläfert worden. Ich habe aber noch ein paar Aufwecker, du blödes Drecksvieh. Hätte das jetzt getroffen, ne? Ey, warte mal, warte mal, warte mal. Lass mich erstmal hier. Ne? Er kann's nicht sehen. Hab ich noch Tee? Aber nur noch einen Schluck. Ist da noch irgendwas Interessantes? Vielleicht? Something? Please? Na, was? Symbols? 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 Snibuse. Gar nichts. Wow. Magnetilo noch. Hab ich fast gar nicht gesehen. Okay, wir brauchen noch 5 Punkte. Oh, hallo, Dicker. Ja, vielleicht. Haben wir doch schon gemacht, ne? Also, mal weg. Noch eins. Oh, und da noch ein großer. War ich da jetzt nicht gerade drin? Nee, war ich nicht drin. Okay. Oh mein Gott, ein Elekidi! Cool! Alter, ich komme hier voll auf meine Kosten. Guck mal dieses süße kleine Ding ein! Alter, niedlich! Elektro-Ei! So cute! Das ist ein Auge. Oh. Bark. Komm, du bleibst hier drin, du bist ein kleines Allocate. Mach mal nicht den Relaxo. Ja, ist klar, dass die Babys alle das Relaxo machen. Donnerblitz, ey. Krasser Schild, ey. Was ist denn mit dir? Was bist du denn für einer? Eine Attacke und es ist halt direkt weg. Aber das ist. Ihr Licht ist halt schon. Alter, der hat einfach mal so krassen Attacken, ne? Oh, Volltreffer auch nicht, ey. Und paralysiert, ey, mich, das ist doch wieder typisch, ne? Das ist so typisch.
Terra wird muss regeln. Das ist jetzt die 1, 2, die dritte Runde. Das heißt, wir haben schon eine Verstärkung. Ey, beim Trainer war ein bisschen noch direkt. Das geht nicht, hallo. Das hier ist ein Terraformer aus Erde. Let's try it again. Der bleibt recht drin, pass auf. Got it! I got it, got it, got it! Ele, 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 kere, 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 kere. Das Mushroom müssen wir auch wegramsen. Oh shit. Ich hab vergessen, dass mein Pokémon noch komplett deformiert ist. Gut, wenn er mich jetzt trifft. Wieso überleben die immer alle mit 1-2 KP? Ich raff das halt nicht. Jetzt bin ich paralysiert. Das ist eine Attacke, die hatte ich eigentlich immer. Aber diesmal nicht. Nee, du willst doch nur wieder. Hey, das war doch mal ein Faxo. Müssen wir eigentlich auch noch fangen, ne? Mel. Ich hab's schon vergessen. Nein! Weil wenn wir das. Das schaffen wir auch wieder nicht zu fangen. Die gehen nicht in die Flottbälle rein.
keine Fetchit, oder? Ah, das nicht! Mit, oh, komm, die kommen alle mit dem Metronom, ey. Setz es ein. Fehlschlagen. Aha. No, 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 no. Aquahaubitze! Huhuhu! Wenn das jetzt getroffen hätte, ey. Alter! Was ist mit dir? Die ganzen normalen Attacken, die nicht treffen. Aber es kann sich immer wieder heilen, also wir machen keinen Damage wegen Überreste. Hätte nicht gedacht, dass Überreste genauso viel wiedergibt, wie irgendwelche Statusveränderungen machen. Komm, wir machen noch einen. Ach komm! Ist ja gar keine... Oh, ich habe keine Lust mehr. Das regt mich auf, dieses dumme Drecksvieh. Ein einziges Mal mache ich jetzt noch. Weil dann haben wir ja auf jeden Fall die maximale Breitspanne, was die Zeit beträgt. Oder die Runden für den Pokéball. Oder für den Tamerball. Hier eigentlich ist noch das Drecksvieh. Hab ich doch schon. Eins. Okay. Ja, sei mal amüsiert. So ein Drecksmon. Richtiges Drecksmon. Drecksmon. Der heilt sich halt immer wieder auf Maximum, ne? Ah, oh, Fensteraura. Oh, Paralyse. Das macht dir gar kein Damage. Das ist aber auch die ganze Zeit Amnesie ein, ne? Das ist schon das dritte Mal jetzt, oder? Das zweite Mal? Man wird doch verteidigt und... Nee, okay. Und es hielt sich halt immer wieder, ne? Das hat mir noch einen Aufwand. Einer geht noch. Alter, diese blöden Tamerbälle bringen ja gar nichts. Das ist doch nicht wahr. Es ist sogar, es hat eine Statusveränderung. Es bringt trotzdem einfach mal so random gar nichts. Finsterball. Hier, dunkel. Es gibt Munkeln, habe ich gehört. Eins, zwei... 3. Krass, dass ein Finsterball hier unten mehr wirkt als ein Tamerball auf Maximum, ne? Ja, das verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ja, schlaf du mal. Da ist ein Item. Hyperheiler. Hier sind ein paar gute Pokémon drin, die ordentlich erfangen sind. Die holen wir noch mit. Dann gehen wir nach oben, machen mal Story weiter. Ab zum See. I'm faster than you. Maybe I'll kill you.
Nope, I will not. Warum man das jetzt? Oh, oh. Wow, ey, 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 nicht so, komm. Das ist eine Stärke 80. Wieso killt den das denn nicht? Ich raff das nicht. Can't believe it. Antimas, du bist mein bester Freund. Ich bin schneller, ne? Oh, es hat überlebt. Oh mein Gott. Es hat überlebt. Ich dachte, jetzt ist vorbei. Mal wieder mit einem Pokémon, was ich so unbedingt wollte. Aber es hat überlebt. Willenskraft hat geregelt. Hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ja, wir gehen da hoch. Komm. An die Oberfläche. Ja, ja. So, wir gehen jetzt zum See der Klarheit oder der Wahrheit oder wie auch immer das halt heißt, ne? Da stand's gerade. See der Stärke, okay. Auch cool. Da gehen wir halt zum See der Stärke von mir aus. Sind hier nicht wieder Doppelkämpfe angesagt? Wenn wir ja, das ist ja eigentlich perfekt hier, so mit diesen Kämpfen. Hey. Danke. Thank you. Oh, das ist sogar direkt Instant Kampf oder was? Damit kommt ihr nicht davon, Team Galactic. Oh, war das etwa schon alles? Deine Pokémon sind gar nicht mal so übel, aber du bist einfach lächerlich schwach. Hast du ernsthaft gedacht, du könntest das Pokémon vom See retten? Und so jemand will Champ werden. Träum weiter, Kindchen. Wie auch immer, es ist echt bitterkalt hier. Brrr. Los. Nichts wie zurück zum Hauptquartier in Schleide. Oha, kein Kampf für mich. Oh, dich kenne ich doch. Wir haben uns in Ewigenau getroffen. Hör gut zu. Team Galactic hat etwas Großartiges vor, und zwar zum Wohle aller. Kümmer dich daher besser um deinen eigenen Kram, anstatt uns mit ach so armen Pokémon und ähnlichen Firlefanz die Ohren voll zu jammern. Und verschwende deine Zeit bloß, dich damit zum Hauptquartier in Schleide zu gehen. Gut, wenn du mich jetzt entschuldigen würdest. Ja, bye! Ja, ja, ich weiß. Ich konnte nichts gegen Team Galactic ausrichten. Dieses Pokémon Surfer, es schien wirklich zu leiden. Doch ich werde mich anstrengen und stärker werden. Es dreht sich nicht immer alles nur ums Gewinnen oder Verlieren.
Ich muss stärker werden. Ja, das hast du jetzt zweimal gesagt. Viel Glück! Mit deiner komischen Friese da. Halbteufel. Ja. Okay. We're going out. Das war's. Mehr gibt's nicht. Steuere die Galaktikzentrale an. Angepeilt, angesteuert. So macht man das doch, oder nicht? Ja. Dann steuern wir mal dahin. I need noch ein Psychokinesis. Physiokinesis. Hallo. Flammenwurf. Hab ich. Donner Blitz habe ich nicht mehr. Kaufen wir einmal. Müssen wir mal eins dabei haben. Ist immer wichtig. Eisstrahl habe ich noch, Solarstrahl brauche ich nicht, Psychokinese, da ist es. Sonst noch irgendwas, Zauberschein habe ich. Verstoßpräzis. Kann ich Traunfukil Psychokinese beibringen, ist halt die große Preisfrage. Wäre natürlich geil, ne? Wer kann Mattrommel lernen? Keiner. Steinhagel ist eine gute Attacke für Mammutell. Sollte er sowieso auch erlernen. Auch wenn es eine Attacke ist, die auch nie trifft. Ich sammle nämlich nur Attacken, die nicht treffen. Antike Kraft kann weg. Weil nur Nah-Attacken. Boah. Warte. Ich war noch gar nicht fertig. Lawine. Wurde der Anwender in dieser Runde vom Ziel getroffen, hat aber sich die Stärke. Das ist mal eine gute Eisattacke, würde ich mal sagen. Die auch ein bisschen was bringt. 60 hat sie auch und kann sogar doppelt so stark sein. Und er ist ja eigentlich nicht so der Schnellste. Also er ist schon schnell mit seinen 100. Also sind seine beiden höchsten Werte sind natürlich KP und Angriff und dann kommt Initiative. Aber... ist schon in Ordnung. Weißnebel weg und Lawine dafür. Hatte der nicht eine Fähigkeit mit Hagel? War da nicht was? I remember something. Let me take a look. Erhöht bei Hagel die Ausweichwert. Okay. Das heißt.
Das heißt, Risikotackle geht jetzt weg. Ich meine, das ist beste Attacke für Mammuthell, ne? Wir haben Lichtkanone, wir haben eine Käferattacke, die auch Lorok erlernen kann. Okay, strange, but who cares? Was war jetzt eigentlich hier mit Psychokinese? Wo ist hier hin? Ja. Kann es erlernen. Geil. Piet übrigens auch. Das kann eigentlich weg, ne? Wieso sind die so laut? Schaufler. Auch eine sehr krasse Attacke. Für Mammuthell, theoretisch. Und 100% Treffgenauigkeit. Aber okay, ich hab's mir aber den Popo Heute gibt's bei mir Linseneintopf. Ich hab Bock drauf. Ach ja, jetzt kann ich auch das mir holen, ne? Kratze mich mal hoch, zeig mal. Ach, auch wieder, ja. Okay. Da ist für alles zuständig. Lahmrauch. Lahm. Philipp Lahm. Oder wie? Hallo, ihr? Hallo? Sind meine Pokémon geheilt? Gehealert. Ja, ich würde sagen ja. Wir speichern mal. Und dann gehen wir ab da rein. Hey, hey, einen Moment mal. Hast du den Schlüssel? Naja, ist mir auch egal. Unser Lager ist beim Wächter vor unserem Hauptquartier in besten Händen. Was? Ach, darum geht es gar nicht. Was? Wächter von unserem Hauptquartier? Hier ist kein Wächter. Ach so, Hauptquartier. Ich muss mal gerade auf Toilette. Leute, ich bin sofort wieder da. I'm back in a few minutes. Be right back. Au!
Hast du den Schlüssel? Naja, ist doch egal. Unser Lagerschlüssel ist beim Wächter vor unserem Hauptquartier. Und das Hauptquartier ist doch das große Gebäude da. Oder nicht? Hier, ne, der da. Ich gehe da mal rein, oder? Einzigste oder einzige? Ich würde sagen, einzige ist richtig. Okay, wir quatschen mal. Gibt's bestimmt irgendwas. Hallo, rede mit mir. Du? Philosophie. Ach, hier kommen wir gar nicht rein. Speziellen Schlüssel oder so. Okay, also doch, geht nicht weiter. Dann gib mir einen Schlüssel. Na, was sagst du zu unseren Antennen? Sie sind nicht majestätisch, sind sie nicht majestätisch anzusehen? Ich habe keine Ahnung, wozu sie gut sind, aber das macht sie nicht weniger beeindruckend. Na, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Ich wette, du erinnerst dich nicht an mich, aber ich erinnere mich sehr gut an dich. Deinetwegen haben sie mir nicht nur mein Pipi weggenommen. Mein Partner hat außerdem aus Frust die Rüpelmütze an den Nagel gehängt und ist in seine Heimat zurückgekehrt. Und jetzt willst du allen Ernstes von mir was über einen Lagerschlüssel wissen? Pff, ich weiß nicht von einem Lagerschlüssel. Du hast das vergessen, ey! Ey, komm mal wieder her! Du hast hier was liegen! Okay, er ist schon weg. Naja. Dankeschön! Idiot! Kann ich jetzt hier vorne rein? Ich will direkt vorne einfach so durch. Ich hab einen speziellen Schlüssel, einen speziellen Lagerschlüssel. Abgebrochen. Hey, einen Moment mal. Hast du den Schlüssel? Naja, ist mir auch egal. Unser Lager ist beim Wächter. Ja, das. Du sei. Hallo, ich hab doch gerade aufgemacht. Ist der doof? Fensterstein! Wow! Das ist ja mega geil! Wow! Oh mein Gott, ich brauche 2 von diesen Finstersteinen. Wo kriege ich die nur her? Ich glaube nur noch aus dem Untergrund, oder? I need 2 of them. Kann man die irgendwie verdoppeln? Gibt's den Verdopplungstrick? Oh, Reishunger. Ich habe Bock, mir was von Reishunger zu kaufen. Timmer für 20 Euro. Ach Mann. Ich muss gerade mal auf mein Konto gucken. Ich glaube, ich will da gar nicht drauf gucken. Das ist halt echt nicht so schön anzusehen. Ist ja wirklich nicht schön anzusehen. Oh, sogar noch. Ach so, das ist auch noch. Oh, okay. Ja, ja. Ach, shit, ich weiß, worauf das hinausläuft. Hier. Okay, Excusez-moi. Traunfugel.
Traun. Erlernt Traunfogil noch irgendwelche Attacken, wenn es ein Traun im Magil wird? Ich meine, Traun im Magil ist halt einfach nice stehen. Es ist Level. Welches Level ist denn das? Es hat Spukball. Es hat eigentlich schon alle Attacken, deswegen ist es eigentlich egal, ne? Ne, ich höre nicht mehr so viel, was da jetzt noch passieren muss. Also. Ach ja, genau, ich wollte aber eigentlich nach dem Fensterstein gucken, wo ich den herkriege. Fensterstein, genau. Fensterstein, Ah, es wird Lateneko für. Ach, Duokles wird auch zu Durengard mit einem Fensterstein, das ist auch mal gut zu wissen. Ich hab. Das ist eins meiner Lieblings-Pokémon, ich weiß das nicht. Ich bin ein bisschen mit mir nicht in Ordnung. Egal. Fundorte. Galaktik. Siegestraße gibt's noch eine, okay. Untergrundhöhlen und. Mitnahme, was heißt denn die Mitnahme? Was ist denn Mitnahme? Ach, das, ja, Mitnahme ist, ja, okay, Mitnahme weiß ich jetzt wieder. Siegestraße. Siegestraße ist China. Obergeschoss, Untergeschoss. Erdgeschoss, hintere Ebene, Anmerkung. Es ist erst nach Erhalten des Nationalparks möglich, die hintere Ebene zu betreten. Alle Items sind, befinden sich auf der hintersten zweiten Ebene. Ja, geil! Was für ein Dreck. Verquatscht. Ich komme zu spät zu meinem Chef. Ja gut, dann ist das auf jeden Fall schon mal keine Option. Also das heißt, eigentlich nur Mitnahme oder Untergrundhöhle. Ist schon echt dreckig. Einsetzen. Komm hier, Baller. Das ist so Wechsel. Nimm dich. Wir nehmen dich. Ein gelb-grünes Traunmagiel. Ist es nicht wonderful? Ist es nicht richtig eklig? Ist es nicht einfach ein Traum von Tüll? Geil. Ich gebe Ampharos jetzt Überreste, weil ich ja sowieso zwei davon habe. Beziehungsweise sogar drei. Und dann geht es weiter. Ich habe schon seit längerem kein Pokémon hinter mir herrennt gesehen. Was ist da los? Warte mal. Ich denke mir so, hä, warum? Was ist da los? Ja, wenn schon mich das gelbe Ding hinter mir herlaufen lassen, dann denken sie so, warum geht denn das jetzt nicht? Es ist echt kacke, dass die nicht halt in irgendwelchen Institutionen einem hinterherlaufen, ne? Das haben die, irgendwie einfach mal so ein bisschen Speicher gespart. So, what? Come on. Lass mal Augen. Hoho, der war übel. Jetzt seit 5 Jahren in Team Galactic befördert wurde ich kein einziges Mal. Oh, das ist ja richtig übel. Das tut mir so leid. Ich habe diesen speziellen Schuss nicht. Ich dachte gerade, mein Handy klingelt, aber kann gar nicht sein.
Jetzt geht das schon wieder los, ich sehe schon. Okay. Wir haben Psychokinese extra erlernt für diese Situation. Weggerammt. Ach ja, ich muss ja auch Geld sammeln. Das heißt, tut mir sehr leid, aber wir müssen Logok an First Step machen, weil von Geld her. Was ist hier so? Oh, ein Pokéball, Flaschen, Zink, 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 da Zink, Zink, da Zink. Dieser Zinki ist meiner Benki. Oh, shit. Hi. Du bist der erste Eindringling, den ihn unsere Hauptkritik geschafft hat. Ich jetzt oder wie? Okay, dankeschön. Oh, gut aus. Ich hab gehört, du magst Feuer nicht so gerne. Also, genieß es. Nitro-Ladung. Ramsey! War das dein einziges Pokémon oder hast du noch was? Damit du mich hier... Psycho... Feuer ist nicht so effektiv. Warum sehe ich bei dem jetzt plötzlich nicht, was denn seine Schwäche ist? Es ist halt voll lame. Das ist nicht richtig. Das ist einfach nicht in Ordnung. I'm not okay with this. Amparos. Ich glaube Gestein, ne? Trotzdem noch so ein bisschen. So gar nicht. Upsi. Ach, jetzt sieht man es plötzlich, oder was? Ihr verdammten Spukball, Finster Aura, alles nur halt nicht Gestein, weil es ist ja mit Metal. Ist ja Metal Plastik, ne? Und bei Metal Plastik, das ist halt noch besser als Plastik. Es ist Metal Plastik, das ist ein neues Plastik. Gerade frisch auf den Markt gekommen vor 6 Jahren. Noch relativ neu und nicht bekannt. Aber ich sag euch, Leute, wenn ihr das habt, dann seid ihr die Gewinner. Definitiv. Ja, die sind ganz schön schwach, ne? Dafür, dass wir schon auf 50 aufgestiegen sind. Unserem ersten Pokémon. Ich habe gestern mit Northgard angefangen, war ein bisschen enttäuscht. Also ich meine, es macht Spaß, hat mich... Also ich habe die ersten drei Story-Aufgaben quasi abgeschlossen, um das Spiel halt zu erlernen. War ein bisschen enttäuscht, dass es halt auch eher so ein bisschen wie Civilization aufgebaut ist, mit Abschnitten. Und du musst erst diese Abschnitte besitzen, damit du da bauen kannst. Und hast dann halt ein Limit an Sachen, die du bauen kannst, auf den Abschnitten. Und musst dir quasi erst die Map freischalten, indem du die Gebiete einnimmst, bevor du halt zum Gegner oder wo auch immer hinkommen kannst. Du musst immer wieder ein Gebiet einnehmen, es passiert immer noch mehr Ressourcen, es wird immer mehr und mehr Ressourcen, weil je nachdem, wie viel du an Gebieten eingenommen hast, umso teurer werden die Gebietseinnahmen. Und die können verhungern, Feuerholz kann fehlen, es kommt Winter, wo man dann halt irgendwie nichts an Ressourcen bekommen kann. Es ist halt schon ein ziemlich... Es ist ein Strategiespiel, ne? Also ich hätte halt gedacht, es geht so ein bisschen mehr Richtung Siedler. Geht es aber nicht, in dem Fall. Sondern eher Richtung Civilization. Und ich dachte nur so, okay. Allerdings steht hier nur... Was? Zu kämpfen?
Oh nee, das ist wieder diese Teleporter-Action. Das ist immer voll nervig. Teleporter-Action-Kämpfe. I love it! So, der ist schon wieder dunkel draußen. Wir haben gerade mal 4:30, ey. Heavy. Mal gegenschlagen, ne? Ich habe gemerkt, ich bin zwar Linkshänder und deswegen immer links, aber rechts ist dann in den meisten Fällen doch die bessere Wahl, warum auch immer. Siedewasser, uiuiuiui, muss man da lernen, bitte, hallo? Siedewasser, Schadungswärme meine ich, also was hat das mit Feuerschadungswärme? Ja, so ganz klar, dass wir jetzt hier drauf gehen, ne? Hi! Creep! Tja, so ein Warte schon so. Ja, was man so kämpfen, was fällt dir ein? Unser Hauptwort hier ist ein hochmodernes Gebäude. Du sollst in einem Dorf meine schmutzigen Finger bei dir behalten. Du sollst meine schmutzigen Finger bei dir behalten. Was war das gerade eine Anmache? Ivis. Wird das ausgesprochen? Forscher. Bitte. Doch Ivis, ne? Ich weiß es nicht. Ivis. Translation, einfach nur damit es einmal quasi in mein Ohr gesprochen wird. Hallo. Ivis. Eve. Ivis. Ivis steht da doch. Der Translator spuckt mir Eve aus. Ich bin verarscht. Egal. Machen wir weiter. So, haben wir irgendwas Gutes gegen den Kedebra? Ebra, Kedebra. Komm, ja. Wir müssen halt schon jetzt unser Traummagie ein bisschen mies Magius, was? Miss Magius, das ist eigentlich ein cooler Name. Miss Magius. Miss Magius. Miss Magius. Cool. Schreckt eventuell zurück, also es ist nochmal die Chance, ne? Falls er es überlebt, könnte er doch zurückschrecken. Aber das tut er natürlich nicht. Again.
Ja, ne? Hey, der hat sogar einen Stoppel. Mit dir und deinem Pokémon, der nicht gerechnet hat. Hast du hier irgendein Item von mir? Matschbombe und ich habe mir extra eine gekauft. Na. Team Galactic wird alle Pokémon und die gesamte Natur entfesseln. Und dann werden wir alles beherrschen. Trotzdem musst du nicht kämpfen, okay? Was haben wir hier? Du bist ein G-Schlüssel. Und da steht eigentlich, du findest. Okay. Ja, mal hier auf. Warte. Wir gehen the other way. Wir gehen denselben Weg jetzt nochmal, weil es ist ja quasi ein Round gewesen. Nur falls ich irgendwelche Türen übersehen habe, die ich jetzt öffnen kann. Ne? War jetzt natürlich wieder nur um zu gucken, ob ich irgendwas wissen. Hab ich nicht. Hey Nick, moin, herzlich willkommen. Hi. Sorry, dass ich gestern so plötzlich weg war. Bin voll weggepennt. Ach, gar kein Problem. Alles gut. Ich habe auch nicht mehr so lange gemacht, ne? Also, deswegen. Easy. So, hier haben wir den Rücksprung gemacht, um den Schlüssel zu holen. Hab bis vor einer halben Stunde Schlaf nachgeholt. Ich bin auch nicht so lange wach. Wann bin ich aufgewacht? Um 2:30. Also heute, also so 13.30 Uhr, weil ich war bis 7 Uhr morgens wach, weil, keine Ahnung, ich habe nochmal die letzte Staffel von New Girl irgendwie angefangen. Plus dann, also die vorletzte Staffel. Und dann die letzte Staffel sind nochmal so 8 Folgen, um das halt nochmal abzuschließen, die Story. Und ich hab jetzt erst wieder gerafft, wie geil diese Serie eigentlich ist. Ich habe mich gestern Abend tot gelacht. Ich habe einfach nur gelacht. Das ist halt einfach genau mein Humor. Dieser stumpfe, dumme Humor, der in New Girl halt einfach vonstatten geht mit diesen coolen Charakteren. Und das ist halt einfach genau mein Humor. Alter, das ist einfach mega nice. Nicht so tot gelacht. Und ich habe auch noch so ein paar Folgen jetzt vor mir. Also, ich weiß was auf jeden Fall, was ich heute Abend weitermachen werde. Vielleicht nicht mehr bis 7 Uhr morgens, aber wer weiß. Ich meine, Schlafrhythmus ist halt komplett kaputt aktuell. Bei mir liegt es an den Migränen-Medikamenten. Das ist mit Schlaf immer so ein Zufallsding. Ja, okay, Migräne ist halt ein... Also, ganz ehrlich... Beneide ich dich nicht drum, das zu haben. Also tut mir echt leid, dass du ein Problem mit Migräne hast. Weil das ist einer der schlimmsten Schmerzen, finde ich. Einfach Kopfschmerzen. Alles, was du mit dem Kopf zu tun hast. Ich habe ja auch ab und zu mal, also ganz selten, Kopfschmerzen, was dann halt Richtung Migräne geht. Wo ich dann wirklich so ein Pochen hier vorne an der Schläfe habe. Ey, wo ist. Und ich finde es einfach so schlimm, diese Schmerzen. Da baller ich mir direkt eine Ibo rein. Hast du das von Mirko Nonchev gehört? Nee, was genau? Hier wieder was verpasst? Weil es ist Politik, dann verstehe ich, warum ich es verpasst habe. Mirko Nonchev. Ist ein Komiker, oh. Ist der an... Der ist gestorben. An Corona? Ich sehe es gerade, mit 52. Mochte den. Ja, der hat doch noch bei der letzten Staffel LOL mitgemacht von Bully Herbig. Krasser Shit. Gamebreaker ist aber, wenn man sich 5 Ibos zugleich reinschmeißt, danach kannst du jeden Boxkampf easy gewinnen. Oh Mann. Johnny.
Ja, herzlich willkommen. Ja, das ist auf jeden Fall ein richtiger Gamebreaker. Nee, aber ich habe halt die 600er Evos, die ja auch schon so ordentlich reinballern. Aber auch nur, wenn ich Kopfschmerzen habe. Sondern ich habe relativ selten Kopfschmerzen. Deswegen, Gott sei Dank, nichts mehr zum Shiny-Hunting. Nee, nee, ich mache ganz normal Story. Ich habe so ein paar Shinies hier, wie du siehst. Logok ist ein Shiny. Dann hier haben wir unser Traunmagil, ein Shiny. Amphoros, Shiny. Also es ist eine gute Mischung an Shinies hier in meinem Team. Natürlich alle nicht selbst gefangen, sondern eher so geschenkt bekommen. Hier sponsored by Nick, der hier gerade mit im Stream ist, beziehungsweise im Chat. Mirko Nonchef, jetzt kommt mir der Name wieder bekannt vor, ein Komiker, hat bei der letzten Folge LOL mitgemacht, bei den letzten beiden Folgen, ist jetzt im Alter von 52 gestorben. Krass. Meine Corona-Warn-App ist auf Alarm. Alarm! Brauche ich nicht. Hab Triptan und Hier sind viele. Einfach durch die Gegend. Aber ich krieg's nicht. Da fliegt es weg. Flieg! Blödes Insekt! Morphium. Und zur Not Morphium. Übrigens ganz krasse Zeug, ne? Ja, ich weiß nicht, war nicht so ganz mein Geschmack an Humor. Aber ich hab's auch so ein bisschen mit Komiker, die ich finde immer nicht ganz so witzig, wie sie eigentlich sind oder sein sollten. Liegt an mir, nicht an denen. Der hat aber auf jeden Fall die Comedy-Szene geprägt mit seinem Humor. Ne? Ist halt ein wirklich bekannter Comedian gewesen. Sein Signature-Move ist halt einfach, dass er irgendwie anfängt zu schielen und dabei schreit und mit der Zunge hin und her schlägt. Ne? Das ist so dieser bekannteste Signature-Move von dem. Krass, woran ist er gestorben? An Corona oder was? Dieses aufgedrehte und mit dem Geräusch. Geräuschen mochte ich. Ja, also aber ich weiß halt nicht. Woran ist er denn? Weiß man schon was? Der Komiker starb überraschend im Alter von 52 Jahren. Seine Kollegen lassen sich in. Weil im Grunde ist doch alles irgendwie immer. Ja, Corona ist schuld. Ne? Wir kennen es doch schon. Ich spiele mal wieder Warteschlangen-Simulator. Wollte mir mal Final Fantasy 14 anschauen. Ja, da wünsche ich dir viel Spaß. Habe ich auch schon angespielt. Ist nicht so ganz mein Genre. Aber ich habe es, ich habe einen Schurken gespielt und habe den auch bestimmt bis kurz vor Assassin. Oder nee, ich habe den sogar bis Assassin hochgelevelt. Aber es gibt MMOs, die mir dann doch besser gefallen als Final Fantasy 14. Warteschlangen-Simulation. Ja, also, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich würde halt doch trotzdem gerne gerade mal wissen, why. Kann man sich Spiegel durchlesen, ohne dass man direkt. Ja, Werbung, ne? Die ganze Zeit die Werbung. Bla 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 bla. Okay, also das Todesursache ist noch unklar. Wurde einfach aufgefunden im Familien. Oder vielleicht ermordet. Ist das hier ein Tatort? Ich mache jetzt mal weiter. Wir sind hier gerade mitten im Fight gegen Team Galactic alias The Bug Gang, weil sie alle nur gefühlt Käfer-Pokémon benutzen. Käfer-Unlicht. Ist halt so Standard bei denen. Aber immer dann, wenn ich Feuer-Pokémon einsetze, dann sind es halt eben keine Käfer mehr. Ja. Doch, aber jedes Mal hier Wampel, ne? Passt es. Ja, krass. Also echt übel. Krass. Puh.
So, Wampel können wir auf jeden Fall mit Nitroladung wegklatschen. Ich gucke übrigens gerade, ist ja gerade irgendwie so richtig im Trend, dass viele Streamer das halt als Watch-Party machen. Die gucken sich alle Seven vs. Wild an, ne, mit Reaction und sowas. Und ich gucke mir das halt gerade auch vom Streamer an, bin gerade bei Episode 3, ist halt schon echt witzig teilweise, wie die da survivalen und auch teilweise verzweifeln und dann, also ist halt... Ich kann verstehen, warum da gerade ein Hype ist, dass alle Streamer irgendwie Watchpartys Seven vs. Wild machen. Kann ich irgendwie nachvollziehen. Ist einfach so witzig. Also ich habe nichts gegen Sachen aus Pappe nehmen, die sonst Kunststoff sind, aber bei Capri-Sonne... fühle ich 100%. Was jetzt genau? Wie kommst du eigentlich jetzt gerade auf Capri-Sonne, die nicht mehr Capri-Sonne heißt, sondern mittlerweile Capri-Sun? Ich habe den Vertreter Solvita, weil bei Penny verkaufen sie keine Capri-Sonne, sondern Solvita. Ist halt wie Capri-Sonne. Und selbst die haben auch schon diese Pappröhrchen so hier, ne? Man sieht's hier. Ich zeig's euch mal. Reinbekomme hier, ne? Da auch diese Papp. Strohhelme. Die sind halt wirklich scheiße. Du kannst nicht eine halbe Stunde an dieser Capri-Sun trinken, ohne dass dir der Strohhalm irgendwie flöten geht, weil der einfach aufweicht. Das ist einfach kacke. Weil ich einen trinken will und die Dinger aus PACP sind ätzend. Ja, Strohhalme aus Pappe sind einfach total kacke. Ist so. Sollen sie auch Bambus nehmen? Das ist noch in Ordnung, das ist Holz. Wirklich. Also, wenn ihr Langeweile habt und nichts zu schauen habt, guckt euch Seven vs. Wild an, weil das echt witzig ist und es ist wirklich gut. Das ist eine Reality-Show. Wenn ihr sie zusammen als Watch-Party von irgendeinem Streamer anguckt, ist es sogar noch witziger, wenn das euer Lieblingsstreamer ist, der auch witzig ist und dann witzige Kommentare abgibt. Dann kann ich es nur empfehlen. Kriege ich Kudox mit Nitroladung? Ich glaube schon. Doch nicht. Doch, ich dachte gerade, Hilfe. Logok hat auch endlich 50 erreicht. Das ist doch nice. Amperos, in der Nähe von 50, auch in Ordnung. Gibt es für mich. Ah, okay. Nicht gerade so das Stärkste. Panikorn. Ja, das können wir auch weg spielen. Nitro-Ladder. Ja, genau. So schaut's nämlich aus. Alter, du Drecksvieh, jetzt bleib doch mal weg hier. Wie kommt das überhaupt schon wieder rein? Insekten, ich hasse sie. Und es ist dunkel. Ich bin erst aufgestanden, es ist einfach dunkel draußen. Das ist so deprimierend. Das ist einfach so deprimierend. Hey du, willst du kämpfen? Okay. Du da, willst du kämpfen? Ja, war klar. War sowas von klar. Same, wobei es durch den Schnee, der über Nacht kam und meine 12 cm hoch zu werden, doch irgendwie was heller ist. Ja gut, die Reflexion, ne? Also, ja, wir haben hier einfach nur Regen die ganze Zeit. Es ist nass, kalt. Ich musste, als ich von dem Geburtstag meiner Schwester vorgestern wieder weggefahren bin, oder was, nee, es war gestern, ne?
war ja gestern. Gestern, wieder weggefahren bin, musste ich kratzen. Es ist einfach alles gefroren. Es war eine Eisschicht, ich musste kratzen. Richtig nervig. Geht das jetzt schon wieder los, ne, mit dem Eis? Das fühle ich ja gar nicht. Ich mag das nicht, zu kratzen. Fand ich nicht so nice. Geil. Ja. Früher, wo es auch so richtig viel Schnee hier in Deutschland gab, fand ich es immer richtig störend, wenn da halt so weißer Schnee und es richtig hell war durch den Schnee. Das hat mich irgendwie geblendet. Das war so richtige Reflexion in meine Augen und ich konnte nichts sehen. Das war halt echt schlimm. Ich habe seit gestern zum Glück meinen Winterreifen drauf. Ich habe Ganzjahresreifen, deswegen muss ich mir um sowas keine Gedanken mehr machen. Aber was ich jetzt auf jeden Fall auftreiben muss, ist Sprühwasser, Scheibenwischanlage mit Entfroster. Ich muss da ein bisschen Entfroster reinballern, weil ich Idiot, dann irgendwie schön gekratzt, alles einigermaßen frei. Denk mir so, noch ein bisschen irgendwie von dem Scheibenwasser drauf sprühen, dann geht das schon weg. Und es war wieder alles eingeeist, weil es einfach ganz normales Wasser war. Weil ich halt kein Frostschutzmittel drin hatte. So, und dementsprechend muss ich mir mal so eine Mische Frostschutzmittel beim Baumarkt kaufen gehen und das da rein sprühen, damit ich doch einigermaßen was sehen kann jetzt über den Winter. Weil es geht jetzt los mit den Minusgraden und deswegen sollte ich da schon ein bisschen was drin haben, ne? Gestern Morgen hatte ich einfach null Kontakt mit der Straße. Was? Solltest du es schnellstmöglich machen. Die Tanks dafür können sonst platzen. Und das wird teuer. For real? Ich geh mal fix eine rauchen. Ja, alles klar. Ach du Scheiße. Du hast eigentlich hast du ja recht, ne? Weil, ist ja klar, Wasser dehnt sich aus. Shit. Ja, ja. Hab ich nicht bedacht. Hab ich jetzt wirklich nicht bedacht. Fuck. Jetzt machst du mir gerade ein bisschen Angst. Let me think about it. Das sind Kunststofftanks. Ja, 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 ja. Wetter. Wie sieht das denn jetzt aus übers Wochenende, das Wetter? Minusgrade, ab morgen minus 1, heute nochmal minus plus 1. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Dann müsste ich jetzt nochmal losfahren und mir Frostschutzmittel kaufen gehen. Ist so Frostschutzmittel bei der Tanke teurer als im Baumarkt bestimmt, ne? Es gibt einen Baumarkt, der ist hier um die Ecke. Wie lange hat denn der noch offen? Ach Mann, ey. Ich wollte eigentlich noch mal locker eine Stunde streamen, da müsste ich mich jetzt fertig machen. Wir haben nämlich schon 17 Uhr und wann macht der Baumarkt zu? Baumarkt Harburg. Ist doch wieder alles richtig nervig, doch. Kriegen kommende Nacht 3 bis 8 cm Neuschnee. Wir kriegen Schnee? Klar, aber kannst auch nach dem Stream zur Tanke fahren. Ja gut, aber wenn der... Ich bin faul. Was haben wir denn hier in der Nähe? Wir haben Obi und wir haben Baumarkt Harburg. Was ist denn näher dran bei mir? Und wo bin ich in diesem ganzen Spektakel? Nix im Keller? Nee. Ich habe leider nichts im Keller. Leider nicht. Ich muss erstmal irgendwie gerade mich hier zurechtfinden. Ah, okay. Da bin ich. Okay, es ist Baumarkt. Ich muss zum Baumarkt. Wie lange hat der Baumarkt offen? Bauhaus. Bauhaus! Ich habe noch 5 Liter hier. Ja, das ist ja super. die haben nur bis 20 Uhr offen. Das heißt,
Ich habe noch 3 Stunden. Okay. Oh, ich will nicht zum Baumarkt fahren. Aber ich muss. Aber ich will nicht. Aber ich muss. Ich will nicht. Naja. Bauhaus regelt. Fahre ich jetzt nach dem Stream zu Bauhaus. Okay. Machen wir erstmal weiter. Ich will. Das, ich mache hier noch das Haus hier durch. Und dann mache ich Abmoderation und fahre zum Bauhaus. Für Frostschutzmittel. Ja, ja. Ich hasse Frostschutzmittel. Aber ich hole mir immer dieses fertig gemischte Zeug, weil ich habe immer keinen Bock selber zu mischen. Vor allem habe ich nicht die Kapazität, um selber zu mischen. You know what I mean? Kommst du dann nochmal wieder on? Ich denke schon. Also ich hatte vor, heute auf jeden Fall nochmal zu streamen. Allerdings werde ich mir dann erstmal was zu essen machen und danach wieder on kommen. Vor allem wollte ich... Ja, ja, genau. So sieht's nämlich aus. Ich mix auch den Shit nicht. Gut, dass ich nicht der Einzige bin. So, kommen wir mit dem Feuerfeger? Nee, natürlich nicht. Feuerfeger trifft wieder nicht. Ich sehe schon. Mal wieder dasselbe Problem wie immer. Feuerfeger, 90% Wahrscheinlichkeit der Treffrate trifft einfach nicht. Ich hatte es 5-mal hintereinander, hat es nicht getroffen. Gucken, wie oft wir diesmal brauchen. Jetzt sind wir schon bei 2-mal. Ist das nicht geil? Eine Attacke, die eine 90%ige Chance zu treffen hat, trifft einfach die Hälfte. Trifft einfach nicht. Es trifft einfach nicht. So, Nummer 3. Oh, Nummer 3 hat getroffen. Wie geil. Zumal man dann noch am besten Destillierwasser braucht. Ja, aber mit Leitungswasser kalkt das sonst immer. Ja, stimmt. Also ich weiß auch nicht. Deine RNG hier ist schlimm. RNG bedeutet was? Ich kenne die Abkürzung nicht. RNG. Zufall. Ach, die Randomness. Ja, es ist halt wirklich schlimm, ne? Die ist so ätzend hier, aber das liegt... Ich geb den Produzenten, wie nennt man sie nochmal? Der Firma. Ich geb der Firma die Schuld. Gib den Entwickler die Schuld, den ILCA. Und Game Freak, dass sie nicht keine Zeit hatten, da mitzuwirken, so richtig. Du wirst gefühlt immer Con-Status, Veränderungen getroffen und so weiter. Ich habe das in meinem Run so gut wie nie. Feuerficker trifft bei mir zum Beispiel eigentlich immer. Ist ja auch so, 90% ist eigentlich fast immer, bei mir irgendwie ist es fast nie. Ich verstehe das halt einfach nicht. Aber die Entwickler haben die Schuld daran, weil die Scheiße gebaut haben. Das war der Geruch der Niederlage. Oh ja. Oh ja. Niederlage. So, darf ich hier rein? Ich habe den GE-Schlüssel, deswegen kann ich hier einfach aufmachen. Und man bleibt hier wieder überall hängen. Geil, hier ist Zauberschein. Wow. Ist ja nicht so, als hätte ich die Attacke schon. Okay, das war's hier, oder was? Das ist ja, hä? Hä? Das muss hier doch noch... Jetzt bin ich verwirrt. Das ist ja eine Sackgasse. Der G-Schlüssel für den G-Punkt. Ja, man sollte immer einen G-Schlüssel bei sich tragen, habe ich gehört.
Was ist das denn? Das ist ja eine Sackgasse hier. Warum? Das ist ja... Habe ich irgendwas übersehen? Dummer G-Schlüssel. Der funktioniert gar nicht richtig, wie er sollte. Ah, ich glaube, ich weiß. Ich habe mir überlegt, dass ich heute nochmal Schwert von vorne anfange. Ich habe Schwert noch gar nicht durchgespielt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nur Schild durchgespielt. Also, kann ich nachvollziehen? Okay, wir rennen mal straight back. Das hier war, glaube ich, die Sackgasse. Wow. Hab Lust bekommen, vor allem weil die Grafik besser ist. Ja, es ist halt schon echt eine geile Grafik, ne? Wobei die Story halt irgendwie lame ist. Also mir hat sie nicht so gut gefallen. Also ich meine, sie war okay, aber mir gefällt auch dieses Stadion-Feeling nicht so ganz. Dieses, dass sie so einen auf Football-Spieler alle machen mit dem Trikot und sowas, finde ich irgendwie voll scheiße. Und ja, deswegen. Kommen wir mit. Da. Ich hatte echt so ein richtig gutes Gefühl bei diesem England-Setting, sage ich mal, aber oder Irland-Setting. Aber nee, also das mit dem Football-Trikot-Gedöns fand ich irgendwie doof. Nope. Freundlich halt, aber Spaß hatte ich trotzdem sehr in der Edition. Ja, also ich hatte auch Spaß mit der Edition, ist ja so nicht so. Wir haben halt ein paar Sachen gemacht, die halt nicht so geil waren, aber ich habe generell immer Spaß mit den Editionen. Ich habe auch Spaß mit dieser Edition, auch wenn die ihre Fehler hat. Es ist halt alles, ja, Ansichtssache, ne? Ist halt in Ordnung. G! Haha! Found the right way! Oh. Alter, kannst du mal kurz den Kopf drehen? Hallo! Weg da! Oh, Mann! Wie viel Grad haben wir denn aktuell? 5 Grad, ja gut, dann. Aber es hat gestern schon gefrostet. Wobei es müssen schon minus 5 Grad und höher, also und niedriger sein, damit es damit die Kälte halt bis zu den Tanks durchkommt, oder? Feuerfeger, triff! Ah, dankeschön. Also bei leichtem Frost geht das noch. War ja bis jetzt nur leichter Frost, war ja auch nicht so sehr. Es waren minus 1 Grad, war glaube ich das höchste oder das niedrigste, was wir hatten bis jetzt. Jetzt hör auf, mir Angst zu machen. Hör auf damit jetzt, Johnny. Bei minus 7 bis 10 solltest du dir eher Gedanken machen. Ja, meine ich ja. Hat halt auch was mit dem kalten Wind zu tun, ne? Bei den Scheiben. Zweifel einfach Motor für 10 Minuten anmachen, dann geht das schon für die Nacht. Ja. Ja, sehr, sehr, sehr witzig. Sehr, sehr witzig. Vielen Dank. Und gleich der nächste Fight, ich liebe es. Aber es ist eigentlich ganz gut, so noch ein bisschen leveln hier mit dem.
Ohne Witz, wenn ich abends mit dem Auto fahre und das schön durchheize, habe ich am nächsten Morgen fast nie Frost. Wie lange hält denn bei dir die Wärme vom Motor? Normalerweise ist Wärme so schnell weg bei Minusgraden. Das kann ich gar nicht glauben. Heftig. Ja, ich weiß. Und ich habe wieder einen getroffen. Geil. Ist mir schon klar, dass du keinen Frost am Motor hast. Aber das zieht halt direkt auf die Scheibe, ne? Vom Motor. 2 Liter Motor, da geht Hitze durch. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt ein bisschen Schiss und deswegen ja, fahre ich gleich zum Baumarkt. Bauhaus. Bauhaus. Wenn er platzt, komme ich mit Panzertape vorbei. Okay, Panzertape regelt halt immer, ne? Man kennt es. Panzertape regelt alles. Was geht hier so ab? Hey du da, guckst du Fernsehen? Du wirst unsere Forschung nicht sabotieren für Team Galactic, für den Boss. Wow! Cool. Alles klar, ich komme drauf zurück, falls da was geplatzt sein sollte. Aber sehe ich das überhaupt? Naja, ich sehe es dann, wenn ich Sachen rein, wenn ich das Frostschutzmittel reinmache und plötzlich nach einem Tag es schon wieder leer ist, ne? Aber ansonsten sehe ich halt nicht, wo geplatzt ist. Kadabra mal wieder. Abra, Abra, Kedabra. Komm, wir lassen das Traumvogel wieder regeln. Traummagie meine ich natürlich. Reflektor! Oh, that's not good. Das ist nicht nur physischer Angriff, also scheiß drauf. Wir machen eine Finster-Aura. Ich habe keine Chance. Das war lächerlich. Lächerlich. Ich becher mich weg. Hey, da sind Betten. Wo kommen wir denn hier hin? Ah, zu den Betten. Na, sieh mal einer, guck. Erstmal ein bisschen sleepy sleepy. Irgendwo in einem fremden Haus mit ganz vielen Schurken. Erstmal schlafen. Erstmal schlafen. Man kennt's, oder? Let's sleep a little bit. Okay, komm mal, so. Da sind noch Items. I want them. Hallo, ist das gut? Hey, das ist ein Schild. Das Motto von dem Galaktik lautet, alles weit und breit gehört uns. Heute die Welt und morgen das Universum. Ah ja, gut zu wissen, deswegen wollte ich hier hin. Genau aus dem Grund. Ah, perfekt. Perfekto. Top Beleber. Kriegen wir hier nicht irgendwann auch unseren Meisterbau vom Anführer? Gucken, wo es hier oben hingeht. In einen leeren Raum. Cool, cool, cool. Hier gibt's einfach mal gar nichts. Wow. Was für eine krasse Sackgasse. Das
geht hier oben. Oh, endlich mal ein Doppelkampf. Okay. Let's try it out. Was hat eigentlich Traunmagil für eine Fähigkeit? Auch Schwebe? Ja. Sehr gut. Let's go. Wie viele Pokémon haben die? Vielleicht nicht so viele. Ach, die haben die. Dann ist ja in Ordnung. Dunkelheit macht mich immer müde. Au, aua, hallo. Was ist mit dir? Hat keine Wirkung. Ja, niemand da. Fehlgeschlagen. Wundert mich jetzt nicht, ist ja auch keiner da gewesen für diese Attacke. Charmian. So, wir können wieder den ab, dann machen wir halt nochmal RB. Das geht. Das letzte Pokémon oder was? Okay. Wechsel mal ein. Und Terra macht dann halt einmal. Jetzt wird er halt direkt gekillt, ne? Silberschein. Und dann tauschen gegen Kurok. Das wird ja zuerst getauscht, ne? Muss ja nur dabei sein, damit ich die doppelte Belohnung bekomme durch meinen Sieg. Besiegt? Wie viel kriege ich? 10.000, bitte? Na komm, gib mir die 10.000. Na los, gib sie mir. Oh, das sind 6.000. Das ist viel zu wenig. Betrug! Ich bin von da unten gekommen, oder nicht? Links! It's the right one. Würde ich sagen, das ist schon gut. Ja, dann nehmen wir erstmal die Mitte. Mitte, 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 Mitte! Okay, ah, das sieht gut aus. Gibt es Items? Ja. Elixiers.
und Sonderbogen. Wusste ich doch, dass hier in der Ecke noch ein Sonderbogen rumliegt. Ja, direkt gerochen! Was haben wir hier so? Einfach so gar nichts hier? Wie flachsen oder was? Ja gut, hoch ab zum euren Boss, ne? But it's not Giovanni, so it's not the same like damals. First edition, no? Da ist er. Sieh einer an, da bist du wohl der Trainer, von dem ich gehört habe. Wir haben uns doch schon mal getroffen. Jener törichter Trainer, der sich für stark genug hält, um Team Galactic aufzuhalten. Allerdings hätte ich nicht erwartet, dass es sich dabei um einen Dreikäsehoch wie dich handelt. Nun ja, unsere Commander, scheinst du ja ziemliche Probleme bereitet zu haben. Ich weiß im Übrigen, warum du hier bist. Es geht um Self, Visbreed und Taboots. Richtig? Damit sie retten. Ich brauche sie nicht länger, sie haben ihren Zweck bereits erfüllt. Wenn du sie unbedingt retten willst, nur zu, mir ist es gleich. Damit ersparst du mir eher die Zeit, sie selbst beseitigen zu müssen. Allerdings muss ich sagen, du bist schon erstaunlich. Diese Pokémon haben rein gar nichts mit dir zu tun und doch willst du sie retten. Warum? Aus Mitleid? Welche nutzlose Emotion, unlogisch und irrational. Mitleid und Barmherzigkeit sind Produkte des schwachen menschlichen Herzens. Solche jämmerlichen Sentimentalitäten haben dich also hergebracht. Gleich wirst du es bereuen, auf dein Herz gehört zu haben. Denn er will jetzt kämpfen. Nein! Don't fight with me! Und herzlich willkommen im Stream an alle Leute, die gerade neu zugeschaltet haben. Das ist der Bossfight gegen Cyrus. Galactic Boss Cyrus. Ist nicht Giovanni, deswegen... Klatsch, ne? Einfach so bam. Okay. Wir machen... Feuerfeger, komm, triff bitte! Komm schon! Ja, danke schön. Oh, das ist so sexy. Richtig nice. Okay, jetzt können wir normal vorgehen. Wie viele Pokémon hat er eigentlich? 3? 4? 3? Gullboards. Komm zurück! Oh yeah. Logok regelt, oder? Oder? War das schon immer so, dass alle Pokémon Erfahrung kriegen, wenn man einen Gegner besiegt? Nee. Das wurde erst im Laufe der Zeit mit eingeführt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es bei den alten Diamond and Pearl Edition schon so war, aber ich glaube, da gab es auch noch den EP-Teiler. Und hier haben sie es halt mit eingeführt, wie halt auch in Schild und Schwert. Da ist es nämlich auch schon so. Komm schon, Feuerfeger, du triffst es. Oh, Metallkleider, ouch, wieso ist das schneller als ich? Das kann doch nicht sein. Oh, danke schön. Ich rede von Rot, Gelb und Blau. Nee.
Alter, bei Rot, Gelb und Blau, never ever, da gab es nicht mal einen EP-Teiler. Da musst du wirklich jedes Pokémon einzeln einwechseln, damit du überhaupt Erfahrungspunkte bekommen hast. Ich glaube, bei Gold, Silber war es auch noch so. Und der EP-Teiler kam erst mit Saphir und Rubin. Das letzte Pokémon, was ich gezockt habe, war Kristall. Ja, das ist ja quasi die Optimierung von Silber und Gold. Ne, da hattest du auch noch keinen. Der 2. Sonne und Mond kam das rein. Da konnte man den noch an- und ausmachen, aber das geht mittlerweile auch nicht mehr. Stimmt! Da war es so. Genau. Mit Sonne und Mond haben sie das eingeführt, dass alle was bekommen. Also einfach den Schwierig jetzt gerade nochmal weiter nach unten geschraubt. Wobei man, glaube ich, bei Pokémon-Edition gar nicht mehr von Schwierigkeit reden kann. Verstehe, du bist tatsächlich sehr stark. Deine Kraft ziehst du also aus dem Mitgefühl und der Zuneigung, die für Pokémon empfindest. Welch eine Verschwendung, solche Emotionen sind nichts als Illusionen. Und ich als Illusione, und wie alle Illusionen, verlassen sie mit der Zeit und lösen sich am Lebensende in nichts auf. Deswegen habe ich alle diese nutzlosen Emotionen aus meinem Leben verbannt. Aber ich weiß, dass meine Sichtweise jemals teilen wirst. Was? Wie bitte? Ungeachtet dessen hast du Mut und Stärke bewiesen, indem du auf eigene Faust hier aufgekreuzt bist. Das weiß ich zu respektieren. Hier ist deine Belohnung. Kriegst einen Meisterball direkt in die Hand. Fang damit das Legendäre und I'm happy. So ungefähr. Der Meisterball ist der beste Ball aller Bälle. Mit ihm lässt sich jedes wilde Pokémon fangen und zwar immer und überall. Ich habe jedoch keine Verwendung dafür. Im Gegensatz zu euch Trainern betrachte ich Pokémon weder als Freund noch als Partner. Ich verwende sie auch nicht als Werkzeug wie die anderen Mitglieder von Team Galactic. Stattdessen mache ich mir die Kraft der Pokémon zu eigen. Und dann verschwindet er! Direkt einen Taubsi damit fangen. Ja, Taubsi. Übel. Der Seelen zu retten, das muss da vorne. Ich begebe mich unterdessen zum Kraderberg. Ja, du hast richtig gehört, zum Kraderberg, wo wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Hat er also doch nicht vergessen. Ich werde seinen Gipfel erklimmen und das Ende alles Seins einläuten. Nein, viel eher werde ich den Weg für einen neuen Anfang ebnen. Okay. Gehen wir mal Taubsi fangen, ne? Nugget! Einfach mal hier so versteckt in der Ecke. Als hätte ich es nicht wieder gerochen, ne? Geld! Oh shit. Ich speichere mal ab gerade. Bin zur Sicherheit. Hallo du! Ich habe den Galactic tatkräftig unterstützt, aber dieses Experiment ging zu weit. Ja, findest du? Was haben wir denn hier? Hi. Ich kann nicht zu unserer Verteidigung sagen, aber zu welchem Zweck soll dieses Ding, das wir erschaffen haben, überhaupt eingesetzt werden? Welches Ding denn? Oh. Muss ich jetzt... Ey, du. Weg da. Du bist den ganzen weiten Weg hergekommen, bloß um mir ein paar Pokémon zu retten. Unser Boss ist da echt ein Rätsel, aber das ist nichts Neues. Das habe ich noch nicht verstanden. Ich meine, warum lässt er sich dich, Pimp, hier einfach kommen und gehen wir jetzt hier passt mit und wir nehmen uns und was wir brauchen und löschen alles andere aus. Egal, wo du auch schon hinweist. Redavanche! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ein Zusatzkampf gegen, wer ist er? Jupiter? Nee, Saturn. Okay. Saturn! Mit Abracadabra. Abracadabra and Simsalor. Okay, Feuerfeger regelt. Komm schon. Es bessert sich. So. Die ganze Zeit dieselben Pokémon, das ist halt einfach echt anstrengend, ne? Dass du keine Variation hast. Komm, einer geht noch. Oh, komm schon. Oh nein! Oh, ich hasse es. Solche Hassattacken sind das hier. Und ich weiß ganz genau, es trifft jetzt unter keinen Umständen mehr. Ja, doch, nur noch sich selbst. Deswegen, gehen wir mal auf Terra und hoffen, dass er nicht direkt wieder Kung-Fu-Strahl einsetzt.
Sondersensor. Hier schmier das mal weg. Komm schon, baller mal. Oh, wie die das alle über. Ich hasse dieses Vieh, ne? Leider so. Gegenstoß. Mein Tank. Ramsa. So, das haben wir weg. Toxic Quack. Quack, quack, quack. Ja. Magie. Bisschen Psychokinese regelt, habe ich gehört. Hab ich dich besiegt, ey. Ja, ich bin richtig stark und trotzdem bist du mir nur 6000. Warum bist du bloß so stark? Ach, was soll's? Dann machst du auch mit diesem drei Pokémon, was du willst. Oder dann machst du doch vor allem. Durch den Druck auf den... Ja, ich befreie dich jetzt. Piep, boop, piep. Ja, ich will den drücken. Komm, ihr seid befreit. Los. Unser Boss hat eine rote Kette aus dem Kristall der drei Pokémon geschmiedet. Diese rote Kette braucht er offenbar, um etwas auf dem Kettenwerk zu fesseln oder so ähnlich. Aber mehr weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, was er da oben wirklich vorhat. Okay. So, Leute. Damit sind wir auch am Ende dieser Episode angekommen, weil ich werde mich dann jetzt mal auf den Weg machen zum Baumarkt, um mir ein bisschen Frostschutzmittel zu holen, weil das ja wichtig ist. Vielen Dank, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Nick, Dankeschön für den Support und dir auch, Johnny. Bis zum nächsten Mal, ne? Ich wünsche euch was. Wir sehen uns dann morgen oder so wieder. Also ich bin auf jeden Fall morgen wieder am Stream. Alles klar. Bye, bye. Wiederschauen, reingauen, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.